Minecraft, aber YouTuber spielen einfach mal für dich das Spiel durch. Aber welche YouTuber werden uns in diesem Video helfen? Bleib bis zum Ende des Videos dran und lasst gerne jetzt ein Like da, wenn ihr dieses Format feiert. Und Sinti, Hallihallöchen. Hi Pat, alles gut bei dir? Ja, wer ist denn dein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber ist, glaube ich, Palle Paluten. Okay. Leute, schreibt mal auch euren Lieblings-YouTuber jetzt in die Kommentare. Und Sinti, wir müssen ja Minecraft durchspielen, aber wir bekommen heute mal Hilfe von YouTubern. Das heißt, die geben uns Items, helfen uns auch auf irgendeine andere Art und Weise. Bist du gespannt? Ich bin richtig gespannt, was die YouTuber sich ausgedacht haben und vor allem, welche YouTuber in unserer Welt sind. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, da ist schon Paluten. Siehst du das? Was? Palle! Palle! Moin, Palle. Moin. Palle redet gerade hier mit dem Villager, aber der Villager ist jetzt abgehauen. Okay, dann gucken wir mal, wie uns Palle unterstützen wird, denn wir sehen, Palle, guck mal, Paluten gibt uns einfach mal Werkzeug. Okay, was gibt er uns denn? Der gibt uns hier eine Spectrite, also eine richtig krasse Regenbogenspitzhacke, Regenbogenschaufel, Regenbogenaxt und Regenbogenschwert. Guck mal, kannst du es einfach rausnehmen, gar kein Problem. Oh ja, ich sehe es. Danke, Palle, Hammer, für dieses kleine Geschenk. Okay. Also Paluten hat uns hier auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Schub gegeben. Was mich interessiert, wie gut sind die Sachen? Boah, die bauen ja voll schnell ab, guck mal. Warte. Oh mein Gott. Ich bin hinter dir, Moment, die Schaufel teste ich mal. Oh mein Gott, schau mal, das ist schneller als hier. Alter, richtig, richtig gut. Also da hat Paluten uns auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Anfangsboost gegeben. Aber das war es natürlich noch nicht, denn wir bekommen im Laufe des Videos noch Unterstützung von vielen weiteren YouTubern. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. So, und ich würde sagen, Sinti, wir nehmen uns einfach mal die Betten mit, weil ich glaube, im End können wir diese Betten benutzen, um den Enderdrachen viel einfacher zu töten. Ist echt? Aber wie kommst du dann darauf? Ich bin Profi, deswegen. Oh, okay. Ja, warte, dann klaue ich mir auch noch einen oder spitze ich mir einen von dem Villager. Okay. So, dann nehmen wir einfach mal diese ganzen Betten mit. Und was natürlich auch super gut wäre, wäre einfach mal ein Crafting-Table. Aber gut, ich würde auch sagen, dass wir uns jetzt sogar schon Richtung Mine begeben können. Weil Werkzeug haben wir. Wir haben, ja gut, Rüstung würde noch fehlen, ne? Rüstung fehlt noch. Genau, deshalb würde ich sagen, wir machen uns Folgendes. Also ich würde sagen, wir bauen uns erstmal diesen Baum hier ab, damit wir auch nicht einfach ohne alles in eine Mine reingehen. Aber weißt du, was auch echt praktisch wäre? Schieß los, wo bist du überhaupt? Also wenn wir nochmal so, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen abseits vom Villager-Dorf, damit ich ein paar Bäume fällen kann. Aber wenn wir vielleicht noch so ein bisschen Unterstützung bekommen würden von einem YouTuber in der Mine gleich, ne? Aber wer weiß, vielleicht treffen wir ja gleich auf einen YouTuber in der Mine. Wir werden es natürlich sehen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. So, jetzt habe ich 24 Holz insgesamt. Noch ein bisschen nehme ich diesen Baum, würde ich sagen, nehmen wir auch nochmal mit. Und das sollte dann eigentlich passen, Sinti. Ja, ich bin auch hinter dir. Ich habe auch ein bisschen gefarmt. Ich habe auch ein Bett jetzt, die Bits von denen. Und okay. Essen brauchen wir auch noch, ne? Sehr, Essen, sehr gut. Ja. Okay, Sinti, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in diese Mine rein. Hier haben wir dieses Villager-Dorf von gerade. Und ich würde sagen, Leute, ab geht's in die Höhle. Ach, hast du da schon was vorgebaut? Warst du da schon? Ja, bisschen, aber muss vorsichtig sein. Da geht's richtig steil nach unten, Pat. Okay. Dann weißt du ja schon, was da unten abgeht. Und, Freunde, lasst gerne dazwischen ein Like da. Wenn ihr das feiert, dann weiß ich, dass ich noch einen zweiten Teil machen soll. Schaffen wir 5 Likes? 6? Hast du schon geliked, Sinti? Ja, also ich habe geliked. Das heißt, es fehlen noch 4. 4 Likes. Oh, 4 Likes, Leute. Ne? Also mal liken. Aber Freunde, ich sehe hier jetzt einfach mal iCrimex und der wird uns auch helfen. Was denkst du, gibt uns iCrimex? Oh, was gibt uns der alte Paul Berger? Ich denke vielleicht Waffen oder eine Rüstung, sage ich. Eine Rüstung. Ich sag auch Rüstung und 9. Oh mein Gott, damit rechnest du nicht. Er gibt uns Waffen. Waffen? Damit wir auch in der, ja, damit wir auch in der Mine sicher sind. Ey, warte mal, ich schieße mal ganz kurz damit und... Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, er gibt uns einfach Waffen. Sind die stark? Die sind super stark. Damit sind wir super gut ausgestattet für den Enderdrachen. Oh mein Gott. Warte, nicht mich abschießen. Eins zum Testen. Nein. Hör auf. Aua, ich bin fast tot. Hör auf damit. Echt jetzt? Ist das so ist kein stark? Spaß. Das ist kein Spaß. Hör auf damit. So. Okay, ich hör auf. Hey, das war Spaß. Okay, sehr gut. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Wir bräuchten auf jeden Fall Fackeln. Ne? Deswegen sehe ich jetzt hier gerade, wir haben ja hier Kohle. Und ich habe noch mal jede Menge Holz mitgenommen. Das heißt, Fackeln sollten an sich gar kein Problem sein. Und dann machen wir die einfach mal, würde ich sagen. Ja, ich habe auch welche hier gerade. Mhm, sehr gut. Zack. Soll ich dir einfach alles geben? Ich habe noch richtig viel Kohle. Ja, ich habe hier auch ein bisschen Kohle. So, ich habe jetzt die ersten Fackeln gemacht. Ah, hier ist auch noch Kohle, sehe ich gerade. Warte, okay.
Oh, ja, komm mit. So, hier genau. 6 Kohle habe ich noch. Ich kann dir auch noch mal ein bisschen ein paar Fackeln abgeben, wenn du möchtest. Hier. Ey, pass auf, ne? Ja, ich teste nur mal mein Aim. Oh, okay. Also, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber unser Ziel ist ja immer noch ein Endportal zu finden, ne? Ja, wir müssen in den Nether. Genau, deswegen würde ich sagen, vielleicht, ich habe mir sagen lassen, dass wir bei neuen Strukturen noch andere YouTuber finden. Das heißt, vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir nochmal ein bisschen rumbuddeln und vielleicht finden wir hier noch so ein Mineshaft oder sowas, weil dann sind wir da auf jeden Fall auf der Spur nach noch anderen YouTubern. Lass einfach mal ein bisschen runterbauen, würde ich sagen. Ja, ich gehe in die andere Richtung und hier geht's auch weiter, Oh mein Gott, da sind aber ganz viele Monster. Ey, Monster, weg mit euch, ey! Soll ich kommen? Nee, alles okay. Ich muss hier aber die Monster beseitigen. So, zack. Die Monster sind beseitigt. Also ich muss sagen, egal wie lange wir uns hier durchbuddeln, irgendwie will es hier nicht so ganz funktionieren. Nee, sind ich baue hier noch ein bisschen Kohle ab. Hier ein bisschen. Ja, ich höre aber irgendwelche Zombie-Sounds, ne? Also irgendwas. Zombies? Ja, irgendwas habe ich ja, da hier gehört vielleicht. Auf jeden Fall. Eine Höhle, ja, also irgendwie, ja, oh. Da haben wir einen Mineshaft gefunden und Eisen sogar auch noch, oh mein Gott, okay. Okay, dann nehme ich mit. Mal ganz kurz die Waffe, oh, da ist Ben, guck mal, Ben ist am Start, er hilft uns auch, hier vorne. Oh, Warte mal, gucken, was uns Ben jetzt gibt, da bin ich echt mal gespannt drauf, ne? Und Ben gibt uns einfach mal, oh, wie cool ist das denn? Er gibt uns ein Backpack, er gibt uns, nein, wie cool ist das denn? Wir können uns was wünschen, siehst du das mit dieser Farbpalette? Ja, wer soll das malen? Malst du oder ich? Boah, gute Frage. Ich würde aber erstmal Backpack aufsetzen, ganz wichtig, ne? Weil so können wir noch mehr Sachen mitnehmen. Hast du auch schon ausgestattet, ja, ich sehe es gerade. Mega. Das ist super, so können wir theoretisch einfach die Sachen hier ins Backpack packen. Zum Beispiel diese Betten packe ich jetzt einfach mal hier herein. Das kann ja eigentlich auch alles herein, Leute. Super, also cool, dass Ben uns einfach mal so ein Backpack gegeben hat, ne, Sinti? Ja, wirklich, richtig coole Idee auch, ne? Auch nicht mega so gute Idee, mega spannend. Gute Idee. Okay, aber was wir auf jeden Fall benötigen werden, Sinti, wäre einmal Enderaugen. Da kommen wir echt nicht dran vorbei. Deswegen werde ich meinen Wunsch nutzen. Ich habe ja hier so eine schöne Palette bekommen von ihm. Und werde jetzt einfach mal versuchen, ein Enderauge zu malen. Okay, coole Idee. Was soll ich malen, Pat? Denk dir irgendwas aus. Was könnten wir benötigen, Sinti? Was denkst du, können wir benötigen? Goldäpfel vielleicht? Oh, weiß ich nicht. Denkst du wirklich, dass es... Wobei, Goldäpfel wären auch nicht verkehrt, ne? Ja, für den Kampf dann gegen den Enderdrachen. Oh ja, oder vielleicht Rüstungen. Rüstungen oder sowas wäre auch nicht verkehrt. Also eins von beiden kannst du auf jeden Fall aussuchen, hätte ich gesagt, ne? Ja, dann mache ich mal... Ich glaube, ich mache die Goldäpfel. Okay, dann mach du die Goldäpfel. Ich bin gerade dabei, das Enderauge zu malen. Ich muss sagen, ich bin so semi-zufrieden damit. Ja, aber ich glaube, man kann trotzdem erkennen, was es sein wird. Also, das ist ja immer noch das Wichtigste von allem hier, ne? So, zack. Also, Freunde, ich weiß nicht, was ihr von meinem Enderauge haltet, aber kann man das erkennen? Ich würde einfach mal... behaupten, man kann es erkennen. Aber am Ende entscheidet natürlich Banks, ob man es erkennt, weil er gibt uns natürlich die Items. Und deswegen schauen wir nach. Zack. Ich lege das Ganze ab, schreibe jetzt hier einfach mal drauf, Ender, Auge und, nee, warte mal, stopp, wir brauchen, wobei doch, ja komm, das passt so. Zack. Ender. Einmal hier hin. Okay, also ich pack's mal an die Wand und jetzt sehen wir, ja, hier, siehst du, wie findest du es, sind die? Ja, warte, ich baue meins gerade noch fertig, mal gerade meins noch fertig. Das ist jetzt in dem Moment fertig. Okay, zack, das ist es, was sagst du? Das sieht gut aus und ich mach mal meins neben. Das muss hier irgendwo am besten hin. Wohin? Oder hier an die Wand, hier an die Wand zum Beispiel. Oh ja, das ist gut. Am Ende entscheidet halt immer noch Banks, ob es gut genug war oder nicht, ne? Und ja, das guck mal, er hat's gedroppt, oder? Ja, guck mal. Das heißt 12, das heißt 6 für dich und 6 für mich. Das ist perfekt. Okay. Oh, sehr gut. Das heißt, das packe ich am besten auch ins Backpack herein. Hä, wo sind meine Sachen? Mein Backpack ist leer. Wirklich? Ja, deins nicht. Nee, ich habe auch nichts drin gehabt. Ah, ich hab was reingetan und die Sachen sind verschwunden. Ich hab meine noch, wenn ich sie rein tue. Okay, ja gut, dann wollen wir wohl... Also mein Backpack ist ein bisschen komisch. Egal, davon lassen wir uns nicht abhalten, Freunde. Die Palette können wir wegmachen. Aber bislang haben wir wirklich schon echt gute Hilfe bekommen von YouTubern. Oh, pass auf, Sinti, pass auf. Ich helf dir. Das war knapp. Warte, ich geh jetzt mit der Waffe ein bisschen nach vorne. Was haben wir denn noch so für Waffen? Wir haben noch eine
Und ein Sniper, okay. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, wir rennen mal ganz kurz hier vor. Zack, zack, zack. Hier sehe ich aber nichts. Ich sehe hier wirklich nichts. Sondern müssen wir zusehen, dass wir vielleicht jetzt hier irgendwie so ein paar Monster finden. Da! Okay, den habe ich. Den habe ich. Ja, ja, den habe ich. Oh, Spinne auch nochmal am Start. So. Okay, 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 okay. Ich habe eine Kiste gefunden. Ja, ja, ja. Alter, also ich muss sagen, die Monster haben wirklich keine Chance. Die haben hier wirklich gar keine Chance. Mhm. Dann würde ich sagen, lass uns mal gucken, ob wir vielleicht lass uns mal schauen, dass wir jetzt langsam Richtung End gehen, also Endportal oder sowas finden. Ich glaube, das wird uns wirklich helfen jetzt, weil wir haben schon wirklich gute Sachen. Also ich muss sagen, bis jetzt haben wir schon wirklich... Oh Gott, das sind Endermänner, pass auf, sind die. Warte, das was passiert, wenn ich... Für das ich schieße den ab, ich schieße den ab, ich schieße den ab. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da ist er. Warte, und... Oh Gott, Hilfe, sind ich die. Pass ihn. Auf. Ich treffe ihn. Ist der komm hin? Her, wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Nein. Sind die? Wo bist du? Oh Gott, ich helfe dir. Oh Gott. Danke. Oh, auf Creeper. Oh. Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Silberfische! Oh mein Gott, 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 alles gut, alles gut. Okay, okay, okay. Aber wir haben ein End gefunden! Ey, hör doch auf! Okay. Yeah. Also wir haben auf jeden Fall ein End gefunden. Also zumindest so diese Stelle hier. Das heißt, hier muss ich eigentlich irgendwo noch so einen YouTuber verstecken, ne? Ja, hier ist die falsche Richtung, glaube ich. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, Pat. Hier kommen wir in die falsche Richtung. Okay, aber wo geht's dann weiter? Ja, hier, guck mal, ich hab mich durchgegraben. Da ist er, der Enderman. Wer ist da? Komm, warte. Nein, er hat sich wieder wegteleportiert. Den kannst du nicht abschießen, der ist zu schnell. Ja, das stimmt. So, ich brauche noch ein bisschen Brot. Vielleicht hast du noch ein bisschen Brot, das wäre super. Ja, ja, hier. Ich habe aus deiner Kiste ganz super. Viel genommen. Zack. Okay, also hier muss irgendwie, wie gesagt, so eine Bibliothek sein. Und dann muss ich eigentlich einen YouTuber hier verstecken. Ich weiß jetzt natürlich nicht wo, aber... Mhm. Vielleicht hier in diese Richtung. Hier. Ja, lass uns mal nachschauen. Oh, guck hier, da ist Arazul. Wo? Arazul, hier, wird falsche Richtung. Oh, hi Roman. Okay, okay. Das heißt, jetzt haben wir hier Arazul gefunden und der gibt uns was genau? Er gibt uns Rüstung. Das ist doch perfekt. Endlich. Das war genau das, was wir noch gesucht haben, ne? Perfekt, genau, danke. Genau. Okay, dann packen wir das mal ganz kurz hier dazu. Wir bekommen Leben als Boost. Hä, wie krass ist das denn? Aber irgendwie Moment. Funktioniert das nicht so ganz. Ja, ich bin gerade dabei, mir erst die Rüstung zu holen. Also wir sehen, oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Alter, das ist voll Schwede. Cool. Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Bekommt die ganze Zeit nur Schaden, hä? Ist ja voll doof. Schaden? Jetzt ja. Bekomme ich auch Schaden. Ja, ich pack mal ein Rüstungsteil weg, dann passiert das, glaube ich, oder? Passiert es immer noch? Nee, jetzt ist... Nee, ist doch, ich bekomme Schaden. Was ist denn das? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich glaube, er will uns pranken, Pat. Ja, wir müssen den Helm absetzen. Guck mal, wenn du den Helm absetzt, ja, dann geht das. Ja, ich habe den Helm eh nicht. Warum sind die Äpfel? Die habe ich da hingelegt. Ach so, okay. Gut, aber jetzt müssen wir natürlich noch das Endportal finden, ne? Aber wo ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist halt auch ein sehr großer... Das ist halt auch ein sehr, sehr großer Stronghold. Dementsprechend kann man sich hier auch schon das ein oder andere Mal verlaufen. Aber wenn du was findest, sag Bescheid. Also ich bin jetzt mal einen anderen Weg hier gelaufen, ne? Ich bin gerade am Suchen, aber so richtig schlau werde ich hier gerade nicht. Ehrlich? Oh, das sieht doch schon... Ey, warte mal, ich hab doch die Waffe hier. So, weg mit euch. Skelett. Oh, die Waffe ist leer. Ich muss sie wegschmeißen. Bist du hier? Oh Gott, okay. Ich bin jetzt hier gerade mit ein paar Skeletten am Kämpfen. Aber das sieht echt so aus... Als wenn das jetzt hier nicht die richtige Richtung wäre, Sinti. Ach man, bei mir ist der Enderman wieder. Ehrlich, der lässt doch nicht locker, ne? Ich hab einen Kampf gegen ihn. Ich komme. Komm her, Enderman, ey. Komm her! Also keine Ahnung, wo wir noch schauen sollen. Die Waffe ist übrigens leer, kann ich wegschmeißen. Die Waffe ist hier auch leer, kann ich auch wegschmeißen. Aber da ist wieder Arazul. Was? Warum ist hier schon wieder Arazul? Wir finden es gerade nicht, aber wir schaffen es gleich. Warte, eigentlich müsste es der richtige Weg sein, glaube ich. Also, na, hier ist nur so eine Bibliothek. Also das scheint hier was zu sein, wo wir noch gar nicht waren. Ja, ist natürlich die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil gefühlt drehen wir uns hier nur im Kreis. Aber doch, das war gut, wir haben es. Ey, pass auf, das Monster. Silberfische. Oh, okay, ich baue mal ganz kurz das hier ab. So, zack, abgebaut, sehr schön. Oh, noch mehr Silberfische, warum ist mein Inventar wieder leer? Ey, ich werde immer vom Backpack geprankt. Da waren meine Augen drin. Hast du noch ein paar Augen? Spaß, Pat. Ich hab's dir rausgenommen. Hey, du kannst aus meinem Inventar Sachen rausnehmen. Ja, es ist ein gemeinsamer Rucksack, deswegen. Alter, ist das gemein. Ey, ich hab mich schon gewundert. Ey, wo sind meine ganzen Sachen? Ah, perfekt. Okay. Okay. Ja, komm. Pass die da einfach. Die letzten machst du rein. Ja, genau. Die letzten mache ich rein. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Oh mein Gott, wir sind so weit. Bist du bereit reinzuspringen? Okay, auf drei zusammen. 3, 2, 1, go! Hä? Was? Wir sind jetzt am End angekommen, Sinti! Und da ist Chaosfloh!
Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zu Flo, oder? Ja, okay, mein. Okay. Moin, Chaos Flo. Was bietest du uns denn an? Er gibt uns einfach mal so eine komische Hand und Creeper-Shards. Was soll das denn sein? Okay. Warte. Was ist denn das für eine Hand? Guck dir das mal an, Sinti. Wir können Blöcke damit werfen. Siehst du das? Warte. Kann ich auch nehmen? Nee, ich kann dich nicht wegschmeißen. Alter, das ist ja der Wahnsinn, einfach Rechtsklick. Guck mal, guck dir das an. Wie cool ist das? Wir können einfach Blöcke wegschmeißen. Was ist das andere? Creeper-Shard? Oh Gott, wir können Sachen zersprengen. Guck mal. Das ist echt der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ah nein, ich habe das jetzt schon leer gemacht. Die Power ist leer. Oh Gott. Pass auf. Aufpassen. Nicht angucken. Wir gehen in die Luft, springen höher. Okay, so können die uns gar nichts. So, und jetzt warte, ich hab die Minigun. Alles gut. So. Ja, schon. Jetzt nicht wegrennen. Oh Gott. Jetzt kommt, kämpft doch, wenn ihr Männer seid, ne? Aber anscheinend kann ich die nicht. Ich kann die nur mit dem Schwert angreifen. Okay. So, hinter dir noch einer. Oh. So, das war keine gute Idee, da anzufangen zu kämpfen, sind sie. Nee, wirklich nicht. Oh mein Gott. Ey, lass es doch. Oh, da ist jetzt down. So, jetzt komm. Komm her. Ja, genau, komm her. Hier, also, Springshot. Zack. Ja, das war nicht gut. Goldäpfel, okay, sind die Goldäpfel? Ja, Goldäpfel, wir brauchen echt die Goldäpfel. Wer hätte gedacht, dass wir die jetzt schon brauchen? So, okay. Komm. Ich kämpfe doch gegen euch. So, weg mit euch. Okay, reicht. Guck keine weiteren an, ne? Ja, ich schau nicht mehr hin. Sehr gut. Okay, also nächster Plan wäre jetzt, wir müssen natürlich irgendwie diese Türme kaputt machen, aber ich glaube... Ja, wir können mit der Minigun draufschießen, das ist doch perfekt. Einomatico. Warte mal, ich schieße jetzt hier... Oh Gott, wir werden schon abgeschossen vom Enderdrachen. Ja. So, das heißt jetzt hier einfach draufschießen, einfach auf die Türme draufschießen. Oder ich werde attackiert vom Enderdrachen. Oh, der nächste ist kaputt. Das geht auch super schnell. Sehr schön. Also es müsste jetzt, glaube ich, echt nur noch einer fehlen von allen, ne? Einer ist, glaube ich, jetzt noch so... Ja. Wo ist denn der? Da sind die Eisenzäune kaputt. Ist das der da oben? Nee, das ist der gar nicht. Oh mein Gott, Pat. Er hat uns getroffen. Pass auf. So. Und, nein, das ist der nicht. Wo ist denn der letzte Turm, sind die? Ich weiß es nicht. Von wo zieht er seine Kraft? Kann doch nicht wahr sein. Das ist eine Frage, aber ich treffe ihn gerade ein paar Mal. Er fliegt auf mich zu, sehr gut. Oh mein Gott, Pat, er trifft mich. Ja, warte, ich muss mich hochbauen. Ich muss einmal ganz kurz hier den Überblick bekommen. Ey, lass es doch, ihr Endermänner. Ey! Der ist hier bei mir. Ich muss mich hochbauen. Warte. Zack. Komm, einmal hoch. Hoch. Und das ist er nicht. Es müsste irgendwie... Lol, da sogar Mutanten-Endermen aufgetaucht sind, die. Wo? Oh mein Gott, da ist er. Guck den bloß nicht an. Die sind ganz gefährlich. Der soll doch mal herkommen. Der schießt mich auch nicht an. Mich greift einer an. Da oben ist er. Ich hab ihn, oder? Ja, ich hab ihn. Okay. Jetzt können wir ihn zerstören, den Enderdrachen. Wir können ihn besiegen. Okay. Wo bist du, Pat? So. Ach, ich seh dich. Ja, warte. So, wo ist der Enderdrache? Wir können drauf schießen. Wir haben die Waffen. Komm. Ich seh's. Guck mal. Wir können ihn mit der Minigun. So, zack. In meine Richtung. Sehr gut. Er kommt zu dir. Oh Gott, ich hatte von hinten von einem Enderman attackiert, Pat. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe meine Waffe ist leer. Einmal die andere Waffe hier nehmen. So, zack. Ja. Er bekommt viel Schaden. Ganz viel Schaden. Ich habe keine Waffe mehr. Ich habe auch nur noch meine andere Pistole jetzt. So, zack. Komm her. Haut drauf. Okay, ja, komm. Haut drauf, was das Zeug hält. Sind sie. Hast du? Einmal habe ich ihn getroffen. Okay. Aber ich werde jetzt von Endermännern attackiert. So, warte. Zack. Oh ja, der bekommt ganz gut Schaden. Unsere Pistole ist hier super im Einsatz, sind sie. Mann. Ja, aber ich habe keine mehr leider, ey. Ich weiß. So, zack. Also, das einzige Problem ist halt, wie gesagt, dass mir einfach die Betten rausgenommen wurden. Hätten wir noch die Betten, dann wären wir viel schneller lang. Ey! Haut ab, Alter! Was wollt ihr von uns, Sinti? Lass mich mal in Ruhe, ich will gegen Enderdrachen kämpfen, nicht gegen euch, herrlich. Langweilige. So, einen Hit brauchen wir noch, Freunde. Oh Gott, komm, das schaffen wir. Komm. Oh Gott. Okay, Freunde, einen Hit noch. Komm. Stirb. Ja, hier, komm. Nein! Ey. Was ist das denn? Der braucht noch einen Hit. Ja, let's go, Freunde, wir haben es geschafft. Okay, mit Hilfe von den ganzen YouTubern, aber jetzt muss ich echt weg. Komm, geh auf. Oh nein, die greifen mich schon wieder an, die ganzen Mobs. Komm. Jetzt komm rein da und let's go. Oh, Like und Abo nicht vergessen, Freunde. Bis dann, ciao.